mittleren Westens der USA wird die Region wie in jedem Frühjahr zu einem extrem gefährlichen Lebensraum. Am Nachmittag des 4. Mai schlagen zwei Tornados eine 64 Kilometer lange Schneise der Verwüstung durch die Staaten Kansas und Missouri. Die schlimmsten Wirbelstürme, die jemals die Vereinigten Staaten heimgesucht haben. 30 Menschen verlieren ihr Leben. Doch warum mussten so viele Menschen sterben? Gab es keine Warnungen vor dem Sturm? Die Wissenschaftler der Sturmüberwachungszentrale in Oklahoma City bemerkten die ersten Anzeichen der kritischen Wetterlage schon in den frühen Morgenstunden auf ihren Monitoren. Die Radargeräte orten eine heftige Gewitterfront. Die Unwetter entstehen durch das Aufeinandertreffen feuchter Warmluft mit einer Kaltluftfront. An jenem Tag haben wir das Potenzial für das Entstehen heftiger Tornados erkannt. Tatsächlich gab das Institut auch schon eine Warnung heraus. Es war eine besonders gefährliche Situation. Die Forscher beobachteten die Strukturen sich schnell verändernder Wolkenformation. Ein eindeutiges Indiz dafür, dass sich ein Tornado bilden könnte. Doch eine genaue Prognose ist unmöglich. Ich zweifle daran, dass wir jemals in der Lage sein werden, genau vorherzusagen, wann und wo sich ein Tornado entwickelt und ob wir eine 6- bis 12-stündige Vorwarnzeit für eine spezielle Region erreichen können. Die Wissenschaftler sind hilflos. Allein mit dem Wetterradarsystem können sie die Entwicklung des Unwetters nicht vorhersehen. Unterstützung bekommen die Sturmforscher von einer lokalen Fernsehstation, dem Sender KOLR aus Springfield, Missouri. Der Fernsehmeteorologe Tom Turton und sein Kameramann nähern sich der bedrohten Region. Das Institut für Wetterforschung schickte uns in eine extrem risikoreiche Zone. Wir entschieden uns daraufhin, ein paar Leute an verschiedenen Aussichtspunkten zu positionieren, die uns über die Bewegung und die Schwere des Sturmes Bericht erstatten sollten. Als wir über diese Hügelkuppe kamen, sahen wir plötzlich den Tornado. Er kam genau auf uns zu. Ein Kameramann sagte mir, dass ich schneller fahren solle. Der Tornado würde uns folgen. Fahr schneller, Tom. Er kommt direkt auf uns zu. Mein Gott, da wirbelt etwas in der Luft. Wir Tornadojäger wurden selbst zu Gejagten. Er verfolgt uns. Wir befanden uns am falschen Ort zur falschen Zeit. Als ich in den Rückspiegel schaute, war hinter uns alles schwarz. Ich sehe 3 oder 4 Rüssel. Unbeabsichtigt sind die Bodenbeobachter der Fernsehstation dem Tornado sehr nahe gekommen. Die Windhose bewegt sich mit großer Geschwindigkeit auf das 30 Kilometer westlich gelegene Springfield zu. Doch der rotierende Luftschlauch kann von den Radargeräten der Wetterspezialisten noch immer nicht geortet werden. Ein Ast hat uns getroffen. Dank der Reporter erhalten die Bewohner von Pierce City, einer nur 16 Kilometer entfernten historischen Stadt, eine Warnung vor der herannahenden Gefahr.
Doch den Bewohnern bleibt nur wenig Zeit. Und sie sind völlig unvorbereitet. Viele Menschen standen draußen herum. Plötzlich stieß der Tornado aus den Wolken herab, nur etwa einen Kilometer von uns entfernt. Ich begann, auf ein Gebäude zuzulaufen und schrie: Er ist am Boden. Viele Bewohner realisieren die Bedrohung nicht. Wir hätten das Haus verlassen sollen, aber ich wollte den Helden spielen. Meine Frau bat mich zu gehen. Als ich die Straße hinunterschaute, sah ich das Monster herannahen. Ich sagte den Kindern, dass sie laufen sollen, ohne sich umzudrehen. Wir rannten zu den Nachbarn in den Keller. Eine spontane Entscheidung, die der Familie Chapman das Leben rettet. Keine 10 Sekunden später war alles ruhig. Denn das Haus der Nachbarn ist eines der wenigen Gebäude in Pierce City, das über einen sicheren Sturmkeller verfügt. Wir warteten und hörten, wie Menschen schrien. Als ich vor die Tür trat, lagen auf all den Häusern umgestürzte Bäume. Die Menschen befanden sich in der Falle und konnten einfach nicht heraus. Die meisten Häuser von Pierce City sind nicht unterkellerte Holzbauten. Ein Grund für das ungeheure Ausmaß der Verwüstung und die vielen Verletzten. 10 Minuten nach dem Sturm war dies das zweite Gebäude, zu dem wir kamen. Irgendjemand rief, dass sich eine Frau in der Ruine befinden würde. Sie lag, begraben vom eingestürzten Haus und Teilen eines Baumes, auf ihrem Bett. Sie schrie, dass sie nicht atmen könne, wegen der Trümmer auf ihrer Brust. Wir zerrten die Trümmer von ihr und konnten sie befreien. Sie befand sich überraschenderweise in recht gutem Zustand. Die kleine Tochter der Nachbarn ist nur einen Tag alt, als der Sturm über ihr Elternhaus fegt. Ich bekam sie Samstagmorgens um 9.30 Uhr. Wir hatten vorher 5 Filme gekauft, um das Baby zu fotografieren. Jetzt haben wir 5 Filme voll von Katastrophenbildern. Gracies Fotoalbum wird interessant. Während die Familien im Keller ausharren, befindet sich Kenny Cobo mit vielen Mitmenschen im vermeintlich solidesten Gebäude der Stadt. Das gesamte Dach wurde einfach weggeblasen. Der vordere Teil fiel in sich zusammen und der hintere Teil flog davon. Ich sah einen Mann vor dem Gebäude in den Trümmern graben. Er sagte, dass jemand verschüttet sei. Ich eilte ihm zu Hilfe und begann, Betonteile aus dem Weg zu räumen. Ich konnte nur den Hinterkopf der verschütteten Frau sehen. Sie lag unter etlichen Betonbrocken und einem Eisenträger. Erst befreite ich ihr gebrochenes Bein, dann den restlichen Körper. Wir legten sie auf einen Tisch. Da sah ich erst, dass es meine Nachbarin war. Ich hatte sie zuerst nicht erkannt. Die Katastrophe kostet ein Menschenleben. Dutzende andere erleiden zum Teil schwere Verletzungen. Das Zentrum von Pierce City besteht aus gemauerten Gebäuden. Doch der Tornado legt selbst Stein- und Ziegelhäuser in Schutt und Asche. Das ist unsere Stadt. Sie ist nicht groß, aber es ist unsere Stadt. Wir müssen etwas tun. Wir müssen doch hier leben. Das Gebäude sieht aus wie ein bombardiertes Haus in Bagdad. Doch nicht nur die Innenstadt hat gelitten.
Der Tornado richtet im gesamten flachen Umland massive Schäden an. Solch eine Verwüstung habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Sieht aus wie nach einer Schlacht, eine Schlacht ohne Feuer und Rauch. Die Schlacht im Mai 2003 gewinnen die verheerenden Tornados. Aber die Wissenschaftler in Oklahoma City, deren Radarsysteme bislang nur Feuchtigkeitsdichte und Wolkengröße erfassen konnten, suchen nach neuen Methoden. Wir sind in der Lage, mit dem Radar einige Dinge zu erkennen. Jedoch sind die Ereignisse im Inneren eines Sturmes schwierig zu verstehen und nicht ungefährlich zu erforschen. Die Meteorologen wollen Mittel und Wege finden, um die Vorwarnzeit entscheidend zu verlängern. Dafür müssen sie aber mehr über die Geschehnisse im Innern eines Tornados erfahren. Um die gigantischen Winde besser zu verstehen, simulieren Experten die hohen Geschwindigkeiten, die in einem Tornadorüssel auftreten. An der Universität im texanischen Lubbock findet eine Testreihe statt. Mit einer Kanone wird ein Holzbalken abgeschossen, um die zerstörerischen Kräfte herumwirbelnder Trümmerteile nachzuvollziehen. Eine sehr effiziente Methode, um das Verhalten üblicher Baumaterialien bei Sturm zu testen. Clear. 3, 2, 1. Wie die Demonstration zeigt, bieten die Kunststoffverkleidungen und selbst die vorgemauerten Ziegel den Bewohnern sehr wenig Schutz. Häuser, die aus solchen verstärkten Vinylplatten gebaut werden, bieten vor Tornados praktisch keinen Schutz. Große Wirbelstürme erzeugen eine Windgeschwindigkeit von über 400 Stundenkilometern. Dabei können die im Inneren herumwirbelnden Trümmerteile leicht 160 Kilometer pro Stunde erreichen. Exakt die Geschwindigkeit, auf die der Holzstamm im Experiment beschleunigt wird. Die Sturmschäden zeigen, dass die Trümmer tatsächlich wie Geschosse wirken. In manchen Wänden blieben große Holzstücke stecken. Ein anderer für den Hausbau in den USA verwendeter Stoff ist Masonit. Das Material wird beim Bau von Wohnhäusern verwendet, eine Zusammensetzung aus Holz und synthetischen Substanzen. Wir werden die Wand mit einer Projektilgeschwindigkeit von ungefähr 160 Stundenkilometern beschießen. Three, two, one. Die Masonitverkleidung bietet denselben Schutz wie die Vinylverkleidung, nämlich keine. Auf der Rückseite ist der Schaden sogar noch größer. Der Schutzfaktor der Baustoffe ist gering. Der Test wird mit einer massiven Steinwand wiederholt. Die Stahlbetonwand werden wir mit einem großen Vierkantholz und mit der gleichen Projektilgeschwindigkeit beschießen. Three, two, one. Nur die gemauerte und verstärkte Hohlblockwand kann standhalten, wenn die Trümmer eines schweren Sturmes auf sie treffen.
Ich würde jedem Hausbauer raten, einen Schutzraum aus Stein in seinem Haus zu integrieren. Im Mai 2003 warnen die Unwetterbeobachter die Einwohner von Oklahoma City vor einem herannahenden Tornado. Neben dem Zentrum sind auch die Vororte der Stadt betroffen. Es wird sich zeigen, wer beim Bau die Sicherheitsvorkehrungen beachtet hat und wer nicht. An dem Morgen, als uns das Unwetter überraschte, hatte ich schon so ein komisches Gefühl, es könnte Oklahoma City treffen. Kurz bevor der Tornado kam, war alles ruhig. Selbst die Vögel waren still. Es herrschte vollkommene Windstille. Ich nahm die Katzen und ging in den Bunker. Don hört die Schreckensberichte im Radio. Plötzlich sagte der Meteorologe, dass der Tornado den Boden berühre und schon Schäden anrichte. Genau zu dieser Zeit vibrierte der ganze Bunker. Ich hatte das Gefühl, ich würde hin und her bewegt. Das dauerte ungefähr 10 bis 15 Sekunden. Ich nahm meine Videokamera und nahm all das, was um mich herum geschah, auf. Die Fontänen aus den geplatzten Leitungen, überall lagen Metallteile. Es herrschte totales Chaos. Das einzige unversehrte Gebäude auf dem Areal ist der aus Stahlbeton gebaute Sturmbunker. Er hat der Attacke standgehalten. Die Reste waren einmal mein Büro, in dem ich meine ganzen Geschäfte abgewickelt habe. Nun ist alles zerstört. Der winzige Schutzraum hat mein Leben gerettet. Tornados, die solche immensen Vernichtungskräfte entwickeln, werden von sogenannten Superzellen, gigantischen Gewitterfronten, erzeugt. Doch nicht immer stößt aus den Wolkengebirgen auch eine tödliche Windspirale bis auf den Boden herab. Eine Herausforderung an die Wetterforscher, die Geburt einer Windrose zu untersuchen. Wir sind noch nicht in der Lage, zwischen Gewitterwolken ohne und Superzellen mit Tornados zu unterscheiden. Wenn wir die Unterschiede kennen, sind bessere Voraussagen und Warnungen möglich. Um in die Cumulonimbus-Wolken hineinzuschauen, nutzen die Meteorologen die Radartechnologie. Vielen Wetterwarten stehen alte, rotierende Schüsseln zur Verfügung. Mit ihnen können die Wissenschaftler lediglich Windgeschwindigkeiten innerhalb einer Wolke registrieren, jedoch nicht über den Horizont hinwegschauen. Die Radarwellen erfassen zudem nicht den unteren Teil der Wolken, in dem Windrotationen einen Tornado gebären können. Das System hat eine Schüssel, die den Richtstrahl mechanisch steuert. Dieser eine Strahl sucht und sammelt Daten in der Atmosphäre, die von den Meteorologen zu Vorhersagen genutzt werden. Konventionelle Radarsysteme brauchen gewöhnlich 5 bis 6 Minuten, um ein Mindestmaß an Informationen einzufangen. Oft entscheiden die wenigen Minuten über Menschenleben. Rotierende Wolkenformationen entstehen manchmal binnen kürzester Zeit. Wetterforscher experimentieren deshalb mit einem neuartigen, viel schnelleren Mikrowellenradarsystem, das eigentlich für militärische Zwecke entwickelt wurde,
dem Dopplerradar. Das ist ein phasengesteuertes Radar, ein besonderes System mit einem elektronischen Steuermechanismus. Es ist viel schneller als unser konventionelles System. Hier oben dreht sich alles. Wir begeben uns in die Rotationsabteilung. Das Gerät wiegt fast 20 Tonnen. Das ist die Antenne, genauer der arbeitende Teil der Antenne. Mit dem neuen System können wir Daten in weniger als einer Minute sammeln. So gewinnen wir 5, manchmal sogar 10 Minuten gegenüber dem alten Radar. Zusätzlich zum stationären System versuchen die Tornado-Spezialisten mit mobilen Radarfahrzeugen so nah wie möglich an die Superzellen heranzukommen, um präzise Daten der Gewitterfront zu registrieren. Menschen, die im mittleren Westen der USA leben, kennen die Radarfahrzeuge mit den ungewöhnlich aussehenden Aufbauten. Mit 3 Fahrzeugen sind Mitarbeiter der Universität von Oklahoma jedes Frühjahr während der Tornadosaison auf den Straßen unterwegs. Der Grundgedanke ist, dass wir mit diesem System näher an die Stürme herangehen können. Anstatt zu warten, gehen wir frontal auf die Gewitterfronten zu und versuchen, eventuelle Tornados abzufangen. Es ist, als ob man die Hand eines Menschen über ein Fußballfeld hinweg anschaut. Man erkennt Finger, aber je näher man herangeht, desto mehr Details werden sichtbar. Das gilt auch für den Sturm. Sind wir nah und schnell genug, dann erleben wir die Entstehung eines Tornados. Josh Wermans Konvoi zieht die sogenannte Tornado-Allee entlang. Eine 800 Kilometer lange, 650 Kilometer breite Zone, die die Bundesstaaten Iowa, Nebraska, Kansas, Texas, Oklahoma und Missouri umfasst. Eine typische Superzelle sieht ungefähr so aus. Ein großer Kern, ein gekrümmtes Echo und am Ende der Echokrümmung vielleicht ein Tornado. Das ganze System bewegt sich in diese Richtung. Wir versuchen dann verschiedene Positionierungen. Zum einen stehen hier unsere Radarfahrzeuge, damit wir einen Tornado beobachten können. Sollte er weiter wandern, können wir ihn von dem Punkt aus beobachten und dann noch einmal aus dieser Position. Zu einem bestimmten Zeitpunkt ziehen wir das erste Radarfahrzeug zurück und bewegen uns dann in Richtung Osten. Während unserer Mission versuchen wir, unsere Geräte so zu positionieren, dass wir entstehende Tornados treffen. Zur korrekten Aufstellung der Fahrzeuge müssen wir eine sorgfältige Dreiecksanordnung vornehmen. Trifft der Radarstrahl rotierende Trümmerteile oder Regentropfen innerhalb eines Tornados, können Wissenschaftler die Windgeschwindigkeit im Schlauch berechnen. Sie nutzen ein modernes Dopplerradar für die Aufnahmen.
Wir senden die Mikrowellen an 6 verschiedenen Stellen zugleich aus. Anstatt also einen Strahl durch die Atmosphäre zu schicken, durchsuchen wir sie in nur 10 Sekunden und bekommen zugleich ein dreidimensionales Bild. Dies ist die dreidimensionale Rekonstruktion von Daten aus einem Tornado. Im Kern die Hauptgewitterfront und darum verteilt ein Kreis aus Regen- und Trümmerteilen. 55 Die Stürme, die wir in den letzten 8 Jahren beobachtet haben, produzierten 55 Tornados. Bei nur 3 brachten wir unsere Fahrzeuge dort in Stellung, wo wir die Entstehung eines Tornados aufzeichnen konnten. Eines der Abfangmanöver war schon 1995 erfolgreich. Wurman und seinem Team gelang es, die Radarfahrzeuge direkt vor einen riesigen Tornado in der Nähe von Dimmitt, Texas, in Stellung zu bringen. Dies ist die vertikale Rekonstruktion des Dimmitt-Tornados. Die rote Markierung zeigt die Wolke aus Trümmern, aber auch Hühner und Kühe. Hauptsächlich aber Staub und Kiesel, die 700 oder 800 Meter weit emporgeschleudert werden. Die blaue Zone, das sind kräftige Fallwinde mit einer Geschwindigkeit von 30 Metern pro Sekunde. Manchmal hilft auch der Zufall. Josh Wurmans Team zeichnete die Geburt eines Tornados auf. Ihr Radarfahrzeug stand mitten in einem Sturm, der später als Tornado Oklahoma City verwüsten sollte. Das ist eine Bildvergrößerung etwa 1 oder 2 Minuten nach dem Vorgang, als die Zusammenballung direkt über uns hinwegzog. Am Rande der Wolkenverdichtung sehen wir interessante Strukturen und kleinere drehende Schläuche, die sich um die größere Rotation herum bewegen. Vielleicht entwickelt sich die größere Bewegung ein paar Minuten später in einen Tornado. Möglicherweise sieht so der Geburtsvorgang eines Tornados aus. Sobald sich das Wetter verschlechtert und breite Wolkenfronten aufziehen, machen sich die Meteorologen auf den Weg. Immer in Richtung Gewitter, um den richtigen Ort zur richtigen Zeit zu erwischen. Wenn wir unterwegs sind, sitze ich im hinteren Teil des Fahrzeuges unserer mobilen Kommandozentrale und bediene das Radargerät. In Intervallen taste ich damit die Atmosphäre ab, um herauszufinden, wo sich die Gewitter befinden, in welche Richtung sie sich bewegen und welche der Gewitter am erfolgversprechendsten sind. Von meiner Position aus muss ich sicherstellen, dass ich alle unsere Radarfahrzeuge in den richtigen Abfangpositionen vor der herannahenden Front befinden. Die großen und ungelenken Fahrzeuge mit dem Dopplerradar lassen sich selbst unter optimalen Bedingungen nur schwer navigieren. Auf der Jagd nach einem Tornado gerät das Team in einen Sandsturm. Ein Indiz dafür, dass sich die Forscher einer Superzelle nähern. Unter solch schlechten Wetterbedingungen brauchen wir Leute, die relativ aggressiv fahren und nicht anhalten, bloß weil es stark regnet oder hagelt. Eines der Einsatzfahrzeuge parkt genau vor der gigantischen Superzelle. Die Radarwellen tasten das Innere der Wolke nach möglichen Drehbewegungen ab, die einen Tornado produzieren könnten. Zwischenzeitlich hat sich ein weiteres Radarfahrzeug 6 Kilometer weiter südlich aufgestellt, um die Wolke simultan aus einer anderen Richtung zu untersuchen. Approximately 4 miles
Den Spezialisten bleibt nichts anderes, als abzuwarten. Alles hängt davon ab, dass die anderen Fahrzeuge rechtzeitig in Position sind, bevor sich der Sturm auflöst. Im Idealfall erfasst der phasengesteuerte Radar aus drei unterschiedlichen Winkeln alle Bewegungen innerhalb der Cumulonimbus-Wolken. Die Höhe der Wolkenmassen ist die Ursache für ein weiteres Wetterphänomen. Ein Hagelsturm, bei dem golfballgroße Eisbrocken mit bis zu 160 Stundenkilometern vom Himmel herunterprasseln. Hagel ist ein Indikator dafür, dass eine Gewitterfront einen Tornado produzieren kann, da innerhalb des Schlechtwetterkerns Regen umherwirbelt. Mit der warmen Luft steigen die Tröpfchen empor, erstarren in kälteren Zonen zu Eiskristallen, werden weiter hochgetragen und gewinnen dabei stetig an Gewicht. Sind die Hagelkörner zu groß, um noch vom Wind getragen zu werden, fallen sie zur Erde. Das Expeditionsteam bringt sich vor den Eisgeschossen in Sicherheit. Unsere Positionen sind fast eine Garantie dafür, vom Kern der Superzelle getroffen zu werden. Demnach ist die Wahrscheinlichkeit groß, in einen Hagelsturm zu geraten. Das sind die normalen Risiken. Alle Lampen und Teile unserer Antenne wurden beschädigt. Die Front hat tatsächlich einen Tornado hervorgebracht, doch als wir vor Ort waren, gab es nur noch Hagelkörner. Wären die Umstände etwas härter, könnten wir nicht mehr forschen. Wären die Bedingungen nur ein wenig besser, hätten wir eine Menge Ergebnisse mehr. Wir befinden uns gerade an der Grenze des Machbaren. Im Mai 1998 befand sich Josh Wormans Team am richtigen Ort. Doch das, was für die Tornadoforscher ein Glücksfall war, wird für die Einwohner von Spencer in South Dakota zu einer schrecklichen Katastrophe. Wir beobachteten, wie der Tornado sich zu formieren begann. Er rotierte mit über 160 Stundenkilometern. Wir sahen, wie er an Stärke gewann und die ersten Schäden verursachte, indem er Bäume umstürzte, das Getreide abrasierte und dann bewegte er sich auf Spencer zu. Die rasende Windspirale fegt den Ort buchstäblich von der Landkarte. Das Desaster kostete 6 Menschen das Leben, 150 erlitten Verletzungen. Bei seinem Zerstörungswerk wurde der Tornado wissenschaftlich genauestens beobachtet. Wir besitzen Daten von den Windgeschwindigkeiten über jedem einzelnen Haus. In dem schmalen Band an der Südseite des Ortes erreichte der Windgeschwindigkeiten von 100-110 Meter pro Sekunde. Das entspricht einer Geschwindigkeit von fast 400 Stundenkilometern. Alles, was nördlich der Bahn lag, wurde nicht so stark verwüstet, denn dort waren die Windgeschwindigkeiten nur 80 bis 90 Meter pro Sekunde. Für uns sind das extrem wertvolle Daten. Sie repräsentieren den einzigen Vergleich zwischen den tatsächlichen Windgeschwindigkeiten und den erzeugten Schäden. Dank des Dopplerradars konnten die Vorwarnzeiten für Sturmtrompen um einige Minuten verlängert werden.
Doch die Experten untersuchen noch andere Probleme, die mit den Tornados in Zusammenhang stehen und ebenfalls vernichtende Wirkungen besitzen. Das Tor zur Tornado-Allee, die Stadt St. Louis in Missouri. Die 350.000 Einwohner sucht im April 2001 ein schwerer Hagelsturm heim. Der eisige Niederschlag pulverisiert Autos und Dächer, zerstört Flugzeuge und verursacht in weniger als einer Stunde Schäden von über 2,2 Milliarden Dollar. Schuld ist wieder eine Superzelle. Nur entsteht in diesem Fall kein Tornado, also kein Windrüssel bis zum Boden, sondern es regnet riesige Hagelkörner. Mit über 160 Stundenkilometern fallen sie gen Erde. Sie können dabei sogar Lebewesen töten. Wissenschaftler versuchen, den schadenbringenden Hagel zu bekämpfen. Mit dem Flugzeug bringen sie Chemikalien in die Wolken, die verhindern sollen, dass die Kristalle zu großen Eisbällen zusammenwachsen. Kleine Raketen, die an den Tragflächen befestigt sind, oder größere, mit Generatoren versehene Tanks am Flugzeugrumpf enthalten Silberjodid. Sie werden in unmittelbarer Nähe der Wolke gestartet. Wir nehmen Silberjodid, da es in seiner kristallinen Struktur, dem Aussehen und der Größe eines natürlichen Eiskristalls sehr nahe kommt. Wenn wir die Partikel zur rechten Zeit in die Wolke hineinbringen, dann beginnt sie früher Hagel abzustoßen. Sobald Schlechtwettergebiete heraufziehen, bekommen die Piloten ihren Einsatzbefehl. Sie fliegen in Richtung des Gewitters, um die Jodidpartikel im unteren Teil der Wolke zu versprühen. Die Impfung mit Silberjodid ist keine ungefährliche Aufgabe, denn das Flugzeug muss dem Kern des Unwetters sehr nahe kommen. In der Flugschule lernt man, dass man nicht in Gewitterfronten hineinfliegen soll, wegen der Blitze und Hagelkörner. Auch können die Tragflächen wegen der extrem niedrigen Temperaturen in kürzester Zeit mit einer dicken Eisschicht zufrieren. Die durchschnittliche Lebensdauer eines Gewitters beträgt ungefähr 25 bis 30 Minuten. Für unsere Aufgabe bleiben uns nur etwa 5 Minuten. In dieser kurzen Zeitspanne müssen wir versuchen, das Jodid in den anwachsenden Teil der Wolke zu bringen. Der Pilot versucht, die Chemikalie unter die Wolke zu sprühen. Der Aufwind an der Basis reißt die Kristalle bis ins Zentrum des Gewitters. Sobald sich das Flugzeug in Position befindet, werden die Sprühmechanismen ausgelöst. Das Einspritzen von Silberjodid beschleunigt den Vereisungsvorgang. Weil jetzt eine Unmenge mehr Partikel in der Wolke sind, findet der kalte Wasserdampf mehr Träger und verwandelt sich zu kleinen Eistropfen. Die schmelzen beim Durchqueren wärmerer Wolkenschichten und fallen dann als Regen zur Erde. Die Wissenschaftler messen den Erfolg ihres Verfahrens an den verringerten Ernteschadensmeldungen in den Gebieten, in denen Silberjodid angewendet wurde.
Versicherungsdaten beweisen, dass die Wolkenimpfung eine 45-prozentige Reduzierung der Hagelschäden an Weizenfeldern zur Folge hat. Ein winziger Sieg im Kampf gegen die zerstörerischen Naturereignisse. Aber die vordringlichste Aufgabe der Forscher bleibt die Verbesserung der Vorhersagen von Tornados. Der Windforschungsingenieur Tim Samaras ist mit einem neuen Experiment beschäftigt. Er präpariert Messsonden aus Stahl. Durch diese Löcher sollen die Druckverhältnisse geprüft werden. So erhalten wir Informationen über Richtung und Geschwindigkeit des Windes. Die anderen Löcher messen Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Die erste Gelegenheit, die Sonden auszuprobieren, hat Tim Samaras, als er im Mai 2002 einer Serie von großen Tornados im südlichen Kansas nachjagt. Am 7. Mai gegen 3 oder 4 Uhr nachmittags sahen wir vor uns eine Gewitterfront. Wir beobachteten, wie 4 oder 5 Tornados die Erde berührten. Da ist schon wieder einer mit Bodenkontakt. Den können wir nicht nutzen, er ist zu nahe. Zu unserem Erstaunen entwickelte sich ein wunderschöner kegelförmiger Tornado. Wir kamen in die richtige Position und konnten 2 Sonden loswerden. Ein höchst risikoreiches Unterfangen, denn die Tornadojäger müssen empfindlich nah an den Sturmrüssel heran. Nur so können sie sicher sein, die Sonden an den richtigen Stellen auszusetzen. Der exakte Bewegungsablauf eines Sogstrudels lässt sich nur erahnen. Doch um an neue Daten und Messwerte zu kommen, riskieren die Männer jedes Mal ihr Leben. Einmal ließen wir die Sonden fallen und rannten davon. Als der Tornado vorüber war, hatte er sie um 30 Meter verfehlt. Der Tornado kreuzt die Straße, auf der die Stahlsonden liegen. Eine in der Sonde befindliche Kamera hat den heranrasenden Luftschlauch festgehalten. Der Tornado berührte nur den Rand der Sonde. Wir haben einen Druckabfall von 30 Millibar gemessen und die Videokamera nahm einige Details eines keilförmigen Tornados einschließlich mehrerer Windhosen auf. Obwohl die 20 Kilogramm schwere flache Metallscheibe nicht vom Sturm ergriffen wurde, liefert sie aufschlussreiche Messergebnisse. Der Tornado bewegte sich in süd-südöstlicher Richtung, überquerte ein Farmhaus und zerstörte es. Zum Glück war niemand im Haus. Die Verwüstungen, die ein Wirbelsturm hinterlässt, sind der Indikator für seine Stärke. Gemessen wird nach der Fujita-Skala. Sie teilt die Winde in 6 Stufen ein, von F0 bis F5. Samaras berechnet mit Hilfe der Daten, die seine Sonde geliefert hat, dass der Tornado ein F3-Sturm war. Die Windgeschwindigkeit innerhalb des Rüssels betrug 241 Kilometer pro Stunde. Die Bewohner der Tornadoallee müssen dringend vor den Monsterstürmen gewarnt werden. Doch obwohl Stahlsonden in Form fliegender Untertassen und mobile Dopplerradargeräte zum Einsatz kommen,
sind die altbewährten Warnmethoden, ein Beobachter mit Telefon, immer noch im Einsatz. Mit diesem Fahrzeug, wir nennen es den Abfangjäger, können wir verschiedene Dinge tun. Wir sammeln alle möglichen Daten wie Windgeschwindigkeit und Richtung. Mit dem häufig benutzten Blitzdetektor können wir die Intensität eines Gewitters messen. Damit sehen wir, wo sich die Blitze entladen. Blitze sind gute Indikatoren, um die Stärke und Heftigkeit eines Gewitters zu bestimmen. Auch das Radar ist ein wertvolles Gerät. Es zeigt, ob sich in einer Gewitterwolke schon Hagelkörner gebildet haben und wenn ja, auch ihre Größe. Aber keines der technischen Hilfsmittel kann vorhersagen, ob sich in einer Gewitterwolke ein Tornado bilden wird. John Jutek muss sich auf seine Augen verlassen. John schickt seine Berichte an ein gut ausgebildetes Notfallmanagement-Team in Blackwell im Norden Oklahomas. Auch alle anderen Gemeinden in der Tornado-Allee besitzen ein solches Team. Wird ein schwerer Sturm befürchtet, tritt das Krisenzentrum in Kontakt mit seinen Tornado-Meldern. 1510 to EOC. Go ahead. 1510. Wir haben hier ziemlich starke Böen, wohl Ausläufer des Gewitters. Sie nehmen merklich an Heftigkeit zu. Unser Detektor hat in den letzten 3 bis 4 Minuten riesige Blitze gemeldet. Ihr solltet den Nationalen Wetterdienst in Norman informieren. Möglicherweise müssen wir eine starke Unwetterwarnung herausgeben. Der Nationale Wetterdienst in Oklahoma City ist der erste, der benachrichtigt wird. Der Sturm befindet sich südlich von Blackwell. Meine Instrumente messen eine Windgeschwindigkeit von etwa 90 Stundenkilometern. Die starken Böen bereiten mir ernste Probleme auf der Straße. Die Situation ist kritisch. Die Melder haben einen Tornado mit Erdberührung visuell bestätigt. Innerhalb weniger Minuten schrillen in der gesamten Stadt die Sirenen. Das bedeutet Alarmstufe Rot. Wohngebiete werden evakuiert und die Menschen aufgefordert, sich umgehend in Keller oder Schutzräume zu begeben. Im Ernstfall zählt jede Sekunde. Tornado-Warnung. Bitte suchen Sie sofort die Schutzräume auf. Die Warnungen werden sehr ernst genommen und die richtigen Verhaltensweisen auch schon mit den Kleinsten in der Schule geübt. Denn den Wetterforschern und Tornado-Experten ist es immer noch nicht gelungen, die Vorwarnzeit merklich zu verlängern. Die Kinder, die in den Gebieten der Tornado-Allee groß werden, müssen sich früh auf das verheerende Naturereignis einstellen. Jedes Jahr toben etwa 800 rasende Windspiralen durchs Land.